So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Cat Quest, wo wir jetzt schon fast am Ende unseres Abenteuers angelangt sind. Denn das Finale findet im hohen Norden statt. Wo wir dann zum finalen Kampf gegen Drakov, der genau wie wir, ein Drachenmalier hat. Er ist ebenfalls wie wir ein Drachenblut und will seinen verbannten Meister Aelios aus der Leere befreien. Dafür braucht er natürlich eine starke Katze an seiner Seite. Und dafür sollten wir natürlich jetzt auch die ganzen Quests erledigen und so weiter und so fort, weil er uns dafür benutzen will, seinen Meister zu befreien. Nun ja, aber wir müssen immer noch unsere Schwester befreien. Und dafür müssen wir uns jetzt aus Drachenscherben, die wir vom Großvater erhalten haben, jetzt erstmal bei KitKat eine neue Klinge schmieden lassen. Hey Leute, was kann ich heute für euch Kätzchen tun? Wir brauchen eine Waffe, um die Schwester meines Katzkollegen zu retten. Du gibst Kit die Drachenscherben. Drachenscherben? Wo habt ihr welche denn herbekommen? Oh, ich könnte damit großartige Dinge machen. Ihr Kätzchen kommt später zurück, okay? Dann werde ich etwas Fantastisches für euch haben. Tja, paar Augenblicke später. Jetzt können wir wirklich deine Schwester retten. Doch dann werden sich unsere Wege trennen. Ich werde unsere gemeinsame Zeit wirklich sehr vermissen. Aber keine Angst, ich werde immer über dich wachen. Dafür sind Schutzgeister nun mal da. Gut. Hey Kätzchen, alles erledigt. Nehmt es mit, solange es noch heiß ist. Na, wie fühlt sich das in den Pfoten an? Der Drachenfluch. Und es kann immer noch viel stärker werden. Weil ihr Fällchen, dass ihr es so haben wollt, habe ich eine Quest auf meiner Tafel mit allen Einzelheiten aufgehängt. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Dann geht's los, Katzkollege, zur gefrorenen Tatze. Nein. Wir müssen der ultimative Drachenfluch. Komm und finde mich, wenn du mehr Macht willst. Sucht ihr Tipp mehr, was es euren Drachenfluch mächtiger macht? Habt ihr schon mal von den Quellen der Macht gehört? Das sind Orte in unserer Welt, aus denen die natürliche Magie stammt. Falls ihr den Drachenfluch an diese Orte bringt, wird er 0, nichts mächtiger. Ich kenne nur einen Ort und er ist nah, im tiefen Wald. Viel Glück, Jungs. Drachenfluch. Möge deine Macht uns stärker machen. Seid daran vorsichtig, es ist schwer zu sehen, wenn man in einem Wald ist. Fauch, etwas geschieht mit dem Drachenfluch. Der Drachenfluch leuchtet auf und verlischt wieder. Hä, ist nicht wirklich was passiert? Gehen wir zuerst hier raus. Ich würde mal sagen, wir müssen auch so etwas stärker werden. Menschenskinder sind die schnell. Da hilft ja eigentlich ja bloß ein Schlag. Wow, ist einfach so ein Pfad aufgetaucht. Ich wette, er führt uns zur nächsten Quelle der Macht.
will ich jetzt mal hoffen. Weil Drachenfluch ist an sich jetzt wirklich noch ein bisschen zu schwach für das Finale. Der Drachenfluch leuchtet erneut auf und finisht wieder. Das macht keinen Sinn! Doch ich fühle eine magische Energie. Es ist, als ob wir nah dran wären. Feelinggardsee ist in Nähe. Willst du mal nachschauen? Muss ich ja. Sonst geht das ja jetzt nun gar nicht klar. Aber zum Glück können wir fliegen. Und zwischendurch ja immer mal wieder speichern. Das fühlt sich wie der Ort an. Tatzenhoch, da kommt etwas. Nicht so tatzenhoch. Der Drachenfluch leuchtet mit aller Kraft. Ja, finde ich gut. Dass wir allerdings jetzt 294 Lebenspunkte verlieren, das finde ich nicht gut. Wir haben es geschafft, Katzkollege. Draco wird nicht wissen, was ihn getroffen hat. Hey. Tja, diese Quest wäre damit abgeschlossen. Allerdings. Okay, ich muss zugeben, das hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen schlimmer erwartet von der Lebenspunkteanzahl. Ja, ich muss zugeben, von der Lebenspunkteanzahl hätte ich jetzt erwartet, dass das jetzt schlimmer sein würde. Okay, das war nicht gut. Diese verdammten Viecher sind immer noch... Ah, warte, muss ich jetzt wieder erneut zum See hin? Nein, offensichtlich nicht. Drachenfluch ist jetzt bei Level 99. Also alles wunderbar. Ja, ich würde mal behaupten, da ist jetzt alles wunderbar hier. Die schwächlichen Monster, die haben nichts mehr zu lachen. Vielleicht werden wir jetzt ein klitzekleines bisschen übermütig.
Doch, ich finde, es geht schon klar. Na, ich finde, im Großen und Ganzen geht das jetzt irgendwie klar hier. Aber uns fehlt jetzt irgendwie hier noch eine Belohnung. Tja, sollen wir uns jetzt in den Kampf reinwagen? Wollen wir es wagen, das Finale? Also wir könnten das Finale jetzt machen. Steht natürlich jetzt außer Frage. Oder wir fliegen jetzt noch ein bisschen rum und schauen mal, ob es hier noch etwas gäbe für uns. Auf jeden Fall unsere Feuermagie. Die muss jetzt noch ein bisschen erhöht werden. Und die Eismagie dann ebenso. Tja, und dann wären wir jetzt, glaube ich, sowieso bereit. Na, warte mal, hier haben wir noch einen weiteren Monolithen. Es heißt, dass Monster von dieser Insel stammen. Einige glauben, dass die alten Meister sie auch erschaffen haben. Tja, eigentlich denke ich jetzt ja mal, wir haben hier doch überhaupt keine weiteren Monolithen mehr. Tja, rein theoretisch dürfte es jetzt hier nichts mehr geben an Monolithen. Rein theoretisch. Okay, das war jetzt irgendwie unschön. Das war jetzt irgendwie ein bisschen unschön gelaufen. Das dürfen wir jetzt eigentlich so noch nicht stehen lassen. Könnte sein, dass ich jetzt irgendwie falsch... Nein, wir sind ja doch nicht falsch geflogen. Das ist irgendwie jetzt der falsche Dungeon. Hä?
Aber gut. Wir sind zwar jetzt im falschen Dungeon drin, aber... wird uns jetzt trotzdem weiterbringen. Wir müssen ja natürlich ja ausgiebig Drachenfluch testen. Und da dann sowieso der Endkampf sicherlich nicht gerade sehr lange dauern wird. Aber wollt ihr mich jetzt hier alle veralbern? Also das kann ich so jetzt aktuell nicht stehen lassen. Nein, das kann ich jetzt aktuell überhaupt nicht so geschehen oder auch stehen lassen. So. Erzmine. Okay, mit hoher Wahrscheinlichkeit haben manche Monster wohl eine höhere Magieresistenz als andere. Aber gut, wenn wir jetzt hier erstmal gleich fertig sind. So, Dungeon-Schnorrer. Und mal wieder keine Schlüssel. Level 57, jetzt komm mal bald her. Ich habe jetzt erstmal die Magiedrachen oder die Dunkeldrachen erstmal besiegt. Okay, Level 57 erreicht. Okay, das Problem war jetzt eben, waren jetzt eben nicht die Dunkeldrachen. Es war jetzt eben mal wieder der Magier gewesen. Okay, jetzt wisst ihr was, das reicht mir jetzt. Wir haben Level 57, das soll uns genügen. Jetzt hauen wir Drake auf unsere Drachen zu Brei. Ab in... ich würde mal sagen, ab in die Leere.
Gut, es geht jetzt hinein in die Leere. Drachenflug ist bereit, wir sind bereit. Los geht's. Bringen wir es zu Ende. Sie gehört ganz dir. Muah. Schwester! Ach nö, nicht schon wieder. Oh, da kommt etwas. Also irgendwie musste man damit rechnen, dass jetzt noch mal alle drei Drachen kämen. Mio, wo ist deine Schwester hin? Natürlich, es endet immer bei einem dunklen Turm. Sieht aus, als ob deine Schwester hineingegangen wäre. Ha! Bist du bereit, Katzkollege? Ab hier gibt's kein Zurück mehr. Na, wenn das so ist, dann gehe ich nochmal speichern. Oder ich... Das ist übel. Ach, nee. Ich hätte zuerst speichern sollen. Ja, aber am besten bin ich hätte zuerst speichern sollen. Jetzt kommt der Sack wieder der dunkle Turm. So, und jetzt wird gespeichert. Das ist auf jeden Fall jetzt klar. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen! Wieso hat er jetzt so viel ausgeteilt? Okay, ich habe wenigstens gespeichert. Jetzt gibt es kein Problem mehr hier. Okay, wir lassen's. Ja, aber am besten werden wir lassen's jetzt.
Oder wir machen es so jetzt. Andererseits habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, meine Magie noch ein bisschen weiter zu erhöhen. Also sollte das jetzt beim besten Willen auch in Angriff nehmen, bevor wir jetzt uns in die finale Schlacht stürzen. Wo sind wir, Miau? Es ist die reine Finsternis. Willkommen in der Nulldimension. Oha. Sag mir, Kleiner, würdest du deine Schwester auf jeden Fall wiedererkennen? Was? Die sehen doch alle gleiche. Falsch. Probier's nochmal. Wieder falsch. Du erkennst deine liebe Schwester nicht? Dracov! Unglaublich, du verstehst es immer noch nicht. Du hast keine Schwester. Waha. Das alles war eine Illusion. Meine Illusion. Ich brauchte dich, um stärker zu werden. Also gab ich dir die Motivation dazu. Dracov, es reicht. Er hat's begriffen. Lass uns gehen, Spirit. Ich habe genug von den Scharaden. Deine Arbeit ist erledigt. Du kannst jetzt gehen. Es tut mir so leid, Katzkollege. Doch Dracov ist mein Meister. Ich warte zusammen, sicherzustellen, dass du immer mächtiger wärst. Ich bin immer noch nicht völlig damit einverstanden, was er tut. Ach, schau, er ist sprachlos. Jetzt ist die Zeit endlich gekommen. Aelios wird bald frei sein. Dracov, bitte, es muss sich auf diese Weise enden. Nur das vergossene Blut eines kraftvollen Wesens kann die Nulldimension öffnen. Und was ist kraftvoller als ein mächtiges Drachenblut? Aha. Ah, nicht schlecht. Und jetzt geht der richtige Kampf los. Wieso bist du so stark? Dracov, hör auf! Nein, Aelios hat uns versprochen, immer für uns da zu sein. Ich will ihn dazu bringen, dieses Versprechen zu halten. Wie kann das sein? Nimm dies. Ich habe Jahrhunderte gebraucht, um ein weiteres Drachenblut, wie ich es bin, zu finden. Die gesamte Suche nach deiner Schwester, die Quest, habe ich mir ausgedacht. Dracov, bitte, ich hör auf! Nein, Spirit, ich bin auch ein mächtiges Drachenblut. Egal wer von uns fällt, die Nulldimension wird sich in jedem Fall öffnen. Und Aelios wird endlich frei sein. Haha, Aelios, mein Freund, bald bist du frei. Dracov, nicht! Die Nulldimension öffnet sich! Lauf! Wohin? Eine Barriere? Aelios? Ich kann
dass wir es geschafft haben. Was immer in der Nulldimension gefangen war, es ist jetzt frei. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst, aber... Tust du's? Jo. Das! Ist das nett, dass es eine Katze hier zu mir gesagt hat? In Ordnung, Katzkollege, jetzt gibt's nur noch dich und mich. Lass uns auf unsere nächste Katzenquest gehen. Was ist die nächste Quest? Wie kann das sein, Dracov? Keine Angst, ich bin nur ein Klon, den Dracov zurückgelassen hat. Dracov wollte, dass ihr beide die Wahrheit erfahrt, falls ihr nicht überleben sollte. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Epilog. Dies Dracov Schlupfwinkel, ich war einmal hier. All das sind Bücher zur Nulldimension, miau. Und einige von Dracovs Notizen. Mir wird nie für das vergeben werden, was ich zu tun gedenke. Doch ich werde alles zu einem Aelius befreien, selbst wenn ich dadurch zum Bösewicht werde. Das war, als Dracov von dir erfahren hat. Ich habe ihm ein Leben geschuldet, also zwang er mich für ihn zu arbeiten. Es tut mir echt leid, Katzkollege. Hier muss gewesen sein, wo Dracov gekidnappt. Hier ist ein Bild an seinem Bett. Ich werde immer bei dir sein, immer, Aelius. Wenn eine Katze eine Freundschaft schließt, vergisst sie diese nie. Ich hoffe, er ruht jetzt in Frieden. Doch die Nulldimension war ein Gefängnis für die bösartigsten Kreaturen. Ich kann nur hoffen, dass nichts Bösartiges entkommen ist. Lebe wohl, Dracov! Dracov mag nun fort sein, doch es gibt noch immer Katzen, die Hilfe brauchen. Auf in unser nächstes Katzenabenteuer! Tja, Drachenheld pro Runde freigeschaltet. Jetzt kannst du die pro Runde vom Titelbildschirm auswählen. Tja, ansonsten ist aber jetzt hier die Quest vorbei. Wir haben Dracov besiegt. Ende gut, alles gut. Tja, damit wäre auch diese Höhle beendet. Aber ansonsten, ja, das war's dann jetzt eigentlich ja gewesen mit der Cat Quest. Muss man einfach so sagen. Die Cat Quest ist an der Stelle jetzt zu einem Abschluss gekommen. Wir haben Dracov besiegt, Aelius ist frei. Also ich wüsste jetzt im Großen und Ganzen wirklich nicht mehr so genau, wir jetzt hier noch irgendwas zu erledigen haben. Na gut, wie schon gesagt, es gäbe noch einige Quests hier. Aber das ist doch jetzt nun wirklich nichts, was wir jetzt unbedingt noch machen müssten. Würde ich mal meinen. Unser Abenteuer wäre damit jetzt abgeschlossen. Wir hatten ja jetzt immer den Epilog gehabt. Tja, und damit ist die Geschichte für mich jetzt eigentlich an der Stelle auch durch. Muss ich jetzt einfach so sagen. Die Cat Quest ist an der Stelle für mich jetzt auf jeden Fall vorbei.
ja, für mich ist die Cat-Quest jetzt hier auf alle Fälle vorbei. Die Hauptstory ist durch. Tja, und damit kann ich jetzt auch bloß sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao zu einem weiteren neuen Let's Play auf meinem Kanal. Diese Katze legt sich jetzt erstmal hier aufs Ohr.